Das ist unser Fusion Interface. Welche haben alle hoffentlich ähnlich. Erstmal haben wir diese Baumstruktur hier an der linken Seite, wo alle unsere Objekte landen. Dazu haben wir quasi hier Zeitstrecke, wo alle unsere Tools oder alle was haben wir vorher bearbeitet, gespeichert wird und wir können das wieder zurückhalten oder anpassen. Was habe ich ein bisschen vorbearbeitet? Also ein Beispielobjekt ist ein Handschuh, welcher wurde dann durch Felix dann teilen. Aber es ist nur quasi erstes Beispiel, weil ich habe schon gehört, dass manche Gruppen machen sowas mit Handschuhen oder in ähnlicher Richtung. Die Farbe hier ist natürlich ein bisschen komisch geworden, aber das ist nur Darstellung. Also es geht nicht um Handschuhe wirklich zu modellieren, aber die alle anderen Komponenten zu machen und ein bisschen hier die Funktionalität und der Struktur verstehen. Warum manche Komponenten als Körper sind, warum manche Komponenten als Komponenten benennt sind. Und deshalb würde ich euch empfehlen, dass wir alle starten mit einem neues Design hier. Und vielleicht ein Tipp, wenn jemand andere Software kennt, welche andere Steuerung anbietet, ist, wir gehen hier in Einstellungen, welche hoffentlich rauskommen. Genau. Und ich würde meinen Fusion Shortcuts nutzen. Aber wenn vielleicht jemand mit Inventor oder SolidWorks gearbeitet hat, gibt hier auch Möglichkeit, das hier quasi zu ändern. Und noch eine Sache, welche würde ich empfehlen. Ich weiß, dass in manche Software das anders gedacht und geplant ist. Ich würde Z als Up-Richtung definieren. Man könnte ganz viele Sachen hier ändern, aber das sind die zwei Sachen, welche gerade für mich wichtig sind. Also, ich würde anfangen, wie in alle Modellier-Software, diese erste Körper zu bauen, der quasi hier ist. Ich würde probieren, euch die Funktionalitäten zu zeigen, wie es quasi hier funktioniert und warum diese Menüs anders aussehen als beim SolidWorks oder Creo. Also, als erstes klicke ich hier an die Create Sketch, also ein neues Sketch dazu umsetzen. Und als erstes muss ich eine Achse definieren, bei welcher würde ich oder eine Fläche, an welcher würde ich zeichnen. Ich würde in dieses, ich glaube, das ist ZY-Fläche auswählen, also Seitenansicht von meiner Skizze. Und hier würde ich erstmal eine Linie zeichnen. Welche würde aus meiner Achse funktionieren? Dann es bestätigen. Also nochmal an der Linie klicken und dann einen Punkt auswählen irgendwo. Es funktioniert hier auch diese automatische Snap, also ich kann entscheiden, wo starte ich, welche Ebene, und dann kann ich eine Linie unterziehen. Also gerade mir ist es egal, wie lang es wird. Wenn ich bin fertig und ich möchte keine anderen Linien zeichnen, klicke ich wieder hier an dieses grünes Haken und bestätige, dass ich möchte diese Linie haben. Wenn ich möchte diese Funktion nicht mehr haben, drücke ich quasi einfach Escape und die Funktion ist nicht mehr aktiv. Ich hoffe, dass auch diese Sketchpalette hier sichtbar ist und ihr seht diese Sachen. Was ich würde hier machen, ist, weil ich möchte einen Rotationskörper haben, wo würde ich erstmal hier diese Linie auswählen,
Und dann hier an der Seitenansicht kann ich das als Central Line umsetzen. Das hat die ganze Farbe geändert und auch man sieht, dass das quasi die Rotationslinie oder Centerlinie. Und ich würde das hier löschen, weil wir brauchen das nicht. Und hier gibt Constraints. Ich glaube, das ist beim Alle-Software so, dass man muss diese Skizze schließen, sodass das fest definiert ist und man könnte nichts mehr ändern bei unserer Skizze. Also was wir machen als Erste ist, wir umsetzen unser Midpoint bei unserem Nullpunkt von dieser Linie. Und dann hat die Linie schwarz bekommen und das heißt, dass unsere Linie ist fest definiert in diesem Bereich. Ich hoffe, das ist klar. Jetzt gehen wir wieder einen Körper zu zeichnen. Der sollte quasi grob so aussehen. Was gut hier ist, ich könnte immer die richtigen Winkel zum Beispiel beihalten. Und wenn ich halte jetzt meine linke Maustaste, kann ich auch zum Beispiel einen Radius machen. Wenn ich würde wieder weiterziehen, kann ich auch Kreis machen. Aber für unsere Situation brauche ich nur einen kleinen Radius hier zu haben. Und am Ende ziehe ich, wenn ich habe das gelassen, mache das einen Punkt und dann kann ich quasi hier gehen bis zum Linie und dann habe ich quasi erste Körper. Aber dieses Körper ist gar nicht definiert. Also, was das heißt, gar nicht definiert, wenn ich gehe wieder weg mit Escape von meiner Funktionalität und ich würde dieses Punkt schieben, ich bin erlaubt. Also es gibt schon manche Begrenzungen, dass zum Beispiel diese Linie immer horizontal bleibt, aber wie man sieht hier, ich könnte immer diese Linie frei bewegen. Was auch gut oder auch schlecht ist, dass man könnte das direkt so ohne Definition, wenn man braucht nur grobe Maße und ist nicht wichtig, wie groß es wird am Ende. Ich kann jetzt mein Sketch beenden und weiter modellieren. Aber diesmal würde ich gerne eine richtige definierte Skizze mindestens für die erste Körper haben. Und kann ich schon starten mit dem Maße. Also würde zum Beispiel diese zwei Linien auswählen. Und ich sehe schon jetzt, dass ich bin extrem groß geworden mit meinem Objekt. Also 500 mm ist für meine Applikation zu viel als Durchmesser. Würde eher 30 mm gehen. Und dann sehe ich, dass die alle Maße quasi verschoben wird. Also deshalb würde ich probieren, diese Punkte mindestens so zu bewegen, dass meine Konturen bleiben beihalten, weil das ist quasi einfacher als die ganze Struktur nochmal zu ändern. Im ersten Blick. Ich kann die Punkte mit Doppelklick auswählen, also ich kann an der Punkt Doppelklick machen und dann Punkte quasi schieben, weil ich kann auch, glaube ich, Linie bewegen, wenn ich auswähle. Und deshalb, was hilft mir extrem jetzt gerade, ist diese Punkte nur quasi zu schieben hin und her, so dass sie ein bisschen definiert. Einzelne, was problematisch ist, ist, ich habe immer diese Definition hier. Da muss ich das löschen. Dann kann ich mein Objekt ein bisschen skalieren. Oder auch zum Beispiel 2 mit Shift. Sollte es gehen, die 2 Linien zu bewegen. Aber jetzt funktioniert das quasi nicht.
Also am besten wäre, wenn ich würde schon am Anfang gucken, welche Maße zeichne ich, wie groß mein Objekt ist. Also ich habe das in falscher Ordnung gemacht und jetzt muss ich das später quasi definieren. Verkleinern. Oder ich kann wieder meine Maße richtig definieren und dann sollte ich also am Ende gehen. Grundsätzlich ist das nicht so nötig, so komplex zu machen. Am einfachsten wäre jetzt, wenn das so relativ einfacher Körper ist, die Punkte nochmal oder die Linien nochmal zu zeichnen. Weil jetzt kann ich wieder diese Maße definieren und bekomme ich noch mindestens sinnvollere Variante. Also ich gehe jetzt beim 80 und das kann ich auch hier machen. Entschuldigung, ich kann hier ein Constraint auswählen, dass diese Linie sollte vertikal zu dieser Linie sein. Hier kann ich wieder die Höhe anpassen. Da du das nicht definiert ist, es schiebt die unterschiedlichen Sachen unterschiedlich. Ich kann aber alle Elemente quasi selbst definieren und noch die Punkte, welche nicht definiert sind, schieben zum Beispiel wieder in die richtige Position, sodass ich verliere nicht mein Design, wie ich möchte es haben. Jetzt kann ich immer die Punkte, welche nicht schwarz oder Linien, welche nicht schwarz sind, geben und bewegen, weil die alle Linien quasi nicht definiert sind. Ich kann auch das hier komplett auswählen und zum Beispiel nach unten schieben. Und am besten würde ich dieses Punkt dann dieses Punkt. Entschuldigung. Diese Linie an dieses Punkt fixieren. Dann könnte es nicht mehr horizontal bewegen. Und ich kann dann von dieser Linie dann diese Maße definieren. Und man sieht immer, dass ich kann zum Beispiel hier sowas anpassen. Kann hier den 10 mm definieren. Und hier kann ich noch 5 mm definieren. Entschuldigung. 5 mm definieren. Und mir fällt noch diese Maße, glaube ich, hier. Also hier mache ich das 8. Nein, Entschuldigung, hier mache ich das so. 2 mm. Und das hier mache ich auch so. Diese Länge dann. Entschuldigung, das ist falsch definiert, das ist überdefiniert. Also, ich muss nur diesen Abstand definieren. Also, man könnte immer einen Punkt auswählen. Und dieses Punkt dann probieren zu schieben mit linker Maustastatur. Und dann sehe ich, welche Maße quasi noch nicht definiert ist. Und das ist dieses Abstand, also diese Länge. Hier, wenn es 15 mm bleiben sollte, dann haben wir sowas bekommen. Jetzt ist alles schwarz. Ich könnte keine Linie mehr bewegen. Und wir haben einen Körper gebaut, welcher 80 mm im Durchmesser hat. Also relativ großes Objekt ist, aber diese Objekte können wir dann auch später skalieren. Gibt Fragen dazu? Um diese Definition. Ich glaube, dass alle Software ist genauso. Es gibt diese Dimensions, welche hier sind, oben. Oder gibt dann dieses Constraints, welche hier sind und sie haben unterschiedliche Bedeutung. Es ist schwer, durch alle zu gehen, aber
Es ist relativ einfach zu verstehen, glaube ich. Es gibt, wenn nicht genauso schon Tutorials, welche nur über das hier sprechen. So. Ich überprüfe nur meine Maße grob, weil ich finde mein Design nicht so schön jetzt. Und wenn ich mache sowas falsch, dann natürlich. Sehen wir direkt, dass es einen Quellen gibt. Aber hier muss das auch so 5 mm sein. Und hier würde ich dann so 15 gehen. So dass ich habe einen Körper wie hier. Gut, jetzt bin ich endlich mit meinem Körper fertig. Sehe ich meine Achse, sehe ich meine Körper. Und kann ich hier oben direkt hier anklicken oder durch dieses Menü finde ich hier, ich habe keine Ahnung, wie es heißt auf Deutsch, aber diese Option. Und wenn ich habe das richtig mit Achse umgestellt, muss ich gar nichts mehr machen. Also, führend versteht, was ich würde jetzt machen. Mit einem Revolve und da gibt es ein Menü, wo ich muss bestätigen, dass ich würde einen Körper haben. Wo hat mein Körper gelandet? Mein Körper ist hier geworden in diesem Menü unter Körpern. Ich könnte hier alle möglichen Sachen auch an ausschalten. Zum Beispiel die Flächen, Grundflächen oder Hilfsflächen, welche eventuell nutzbar sind. Und eventuell kann ich auch hier meine Skizze anmachen. Es funktioniert so mit Skizzen, dass sie immer weggehen, wenn sie sind einmal genutzt. Also es könnte sein, dass ich brauche eine Skizze für andere Operationen und wenn es so ist, kann ich das Ihnen hier anmachen und dann wieder auswählen und nutzen. Die ganzen Sachen, welche haben wir bis jetzt gemacht, landen auch hier in dieser Struktur und ich habe permanent einen Zugriff zu diesen Komponenten hier. Und ich könnte das quasi wieder mit rechter Maustastatur bearbeiten. Wenn ich klicke hier an der rechten Maustastatur, sehe ich diese Editieren, eine Zeichnung zu bearbeiten. Und wenn ich hier wieder, kann ich meine Parameter wieder ändern. Zum Beispiel sage ich, dass 80 ist nicht genug und ich würde gerne 90 gehen im Durchmesser. Dann kann ich das hier anpassen. Ich würde hier 20 gehen, wenn ich das auch hier anpasse. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Neukörper. Gut. Also das war relativ einfach. Ich glaube, das war einfach zu verstehen. Was ich kann hier zeichnen, ist, wie kann ich meine Objekte bewegen, weil da hab ich nicht gesagt. Man könnte durch dieses Würfel quasi die Ansicht ändern. Man könnte auch durch dieses Menü hier zum Beispiel ein Orthogonal-Ansichtsänderung haben. Oder perspektivische Ansicht zu haben. Oder was ich empfehle zu nutzen, ist die Perspektive mit Orthofaces. Was das heißt, dass immer wenn ich bin in dieser Ansicht, wo kann ich mit Shift und mit der Maustastatur ein Objekt drehen. Oder mit der Maustastatur kann ich meinen Körper bewegen. Mit rechter Maustastatur gibt immer dieses Schnellmenü, also Schnellzugang. Und linke Maustastatur ist quasi zu auswählen. Also wenn ich würde jetzt Objekt drehen, nutze ich immer Shift und mit der Maustastatur. Und das ist schwer zu sehen, aber ich rotiere quasi diese Körper. Vielleicht man sieht das hier oben. Gut. Vielleicht noch interessant hier unter gibt diese Layout Grid, welche vielleicht jemand mag. Und man könnte dann sehen, wo quasi bei diesem Layout Grid unser Körper orientiert ist. Und es gibt hier die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie kann ich diese Objekte bezeichnen sein. Also zum Beispiel kann ich wieder Wireframe haben oder hier nur sichtbare Kanten. Aber ohne Shader quasi. Oder kann ich also eine Shaded Ansicht haben mit alle Kanten. Oder kann ich wieder hier gehen, wie war das vorher?
nur sichtbare Kanten highlighted haben und den Shaded Mode. Gut. Was ich würde jetzt machen, ist in Drawsig gehen und wieder eine Skizze erstellen. Jetzt kann ich auch nicht nur diese Grundflächen auswählen, aber ich kann alle meine Flächen von dem Körper, welche planar sind, also gerade sind, auswählen als Ebenen für Zeichen, also für Skizze, für eine Skizze. Natürlich kann ich nicht hier bei dieser verrundete und abgewinkelte Facette auswählen, aber kann ich mindestens diese oder diese Fläche auswählen. Ich würde das hier auswählen. Das ist unsere Grundfläche. Und was ich würde auch euch zeigen, ist, hier kann ich auch ein Objekt projizieren. Oder gehe ich hier unter, hier in diese Struktur, welche projizieren heißt, ganz, ganz hier steht ein P oder ich drücke einfach bei meiner Tastatur eine P und kann ich dann in meiner Skizze zum Beispiel diese Fläche projizieren, also dass ich sehe in meinen Skizzen die Kanten von dieser Fläche. Ich würde das auswählen und bestätigen. Und jetzt auch, wenn ich ausblende meinen Körper, sehe ich schon, wo die Kanten von meiner Fläche waren. Und was ich bekomme auch, ist dieser Mittelpunkt. Warum mache ich das? Weil ich könnte direkt ein anderes Objekt zeichnen, welches hier über Viereckmenü steht und ganz hier unter steht ein Viereck mit einem, oder ja, ich glaube, mit einem Mittelpunkt zu definieren. Also, Viereck mit einem Mittelpunkt kann ich hier auswählen. Ich gehe hier an den Mittelpunkt. Ich drucke gar nichts. Ich habe nur mit Maus übergegangen. Und wenn ich ziehe hoch, es macht automatisch einen Snap. Und wenn ich komme bis zum hier, bekomme ich zweite Snap. Und jetzt kann ich meine linke Maustastatur drucken und direkt einen Körper rausziehen. Welche kann ich jetzt definieren, aber ist nicht nötig. Ich würde es sowieso machen. Also ich würde die Länge zum 34 machen, die Breite zum 16 machen. Und wie man sieht, ich könnte immer meinen Körper bewegen, aber nur in dieses Kreis. Bereich, also weil ich habe das nur hier an dieser Linie definiert. Ich kann das natürlich noch polynomial machen, glaube ich, aber es hilft mir nichts. Ich kann nur das hier natürlich noch. Das ist auch definiert. Entschuldigung. Am besten noch eine Mittellinie zeichnen. Aber mir ist jetzt sowieso egal, weil was ich würde jetzt machen, ist ein Pattern zu umsetzen. Das heißt, ich würde dieses Körper auswählen, diese Linien, und ich würde einen Mittelpunkt auswählen. Und jetzt würde ich 5 oder eventuell auch 6 Körpern definieren. Also, ich könnte hier alle unterschiedliche Sachen einstellen. Zum Beispiel, ob ich definiere das beim die ganze Rotation oder definiere einen Winkel dazwischen. Jetzt möchte ich von jeder Seite einen Körper haben, 6-mal. Also ich glaube, es ist schon relativ klar und ich würde es bestätigen.
Also jetzt haben wir sowas bekommt. Ich kann das wirklich bestätigen als ein Sketch. Und ich kannte alle diese Körper dann selbst auswählen. Sie sind nicht wirklich definiert, aber es stört mich nicht. Ich kann meine Körper ausblenden. Und dann hier durch diese Funktion extrudieren. Nur diese Fläche auswählen. Alle fünf oder sechs. Und durch diese Pfeile nach unten zu ziehen. Was es macht, es selbst definiert schon diese Struktur als eine Boolean-Operation quasi. Also Software hat selbst entschieden, dass ich würde das wegschneiden, was eigentlich richtig ist. Und ich muss das nicht mehr anpassen. Aber wenn ich zum Beispiel hier gehe, bekomme ich sowas. Was könnte eventuell auch nutzbar sein, weil ich würde diese Körpern mergen. Und sowas wie ein Drehknopf quasi haben. Oder gehe ich hier durch Intersect und durch Intersect würde diese Körper haben, diese gelbe, welche quasi Überlappung zwischen meinen Körper sind. Ich gehe aber zu schneiden und vielleicht zukünftig, also jetzt ist das egal, zukünftig gibt hier eine Auswahlmenü. Wo kann ich auswählen, durch welche Objekte möchte ich schneiden? Also es heißt, wenn ich würde hier zweite Objekt runterliegen lassen, wenn Software probiert, dann durch zwei Objekte zu schneiden, kann ich hier in dieses Menü definieren, durch welche Objekte möchte ich schneiden. Und hier kann ich auch meine Tiefe genauso definieren, dass ich würde sagen, okay, es reicht mich, wenn das 10 mm quasi tiefer geht von dieser Ebene. Ich würde das bestätigen. Und jetzt habe ich quasi meine Körper fertig gebaut. Welche kann ich dann noch dynamisch durch andere Funktionalitäten anpassen? Zum Beispiel, das ist möglich. Ich kann hier gehen und zum Beispiel durch Funktionalität Draft einen Winkel umsetzen. Welche kann ich quasi durch eine Fläche definieren? Von welcher würde ich einen Winkel umsetzen und kann ich durch, ich glaube, Steuerung jetzt drei Flächen auswählen und dann bei alle drei Flächen kann ich dieses Winkel parallel anzupassen und am Ende bekomme ich eine abgewinkelte Fläche, welche in alle drei Richtungen sich schräg geht. Auch wenn ich habe das nicht gezeichnet, auch wenn ich habe nur quasi einfache Körper weggeschnitten. Was natürlich geht's nicht, ist jetzt andere Körper hier auswählen, weil ich habe immer eine Definitionsfläche und dann habe ich meine abgewinkelte Flächen. Deshalb muss ich das wiederholen oder gibt auch Funktionalität, welche sollte diese Feature überkopieren. Aber gerade bin ich nicht sicher, warum das geht's nicht. Also ich kann das wieder testen. Oder ich mache nur jede dritte, was ich schräg. Draft. Und erstmal auswähle ich diese Hinterfläche. Und dazu kann ich jetzt durch Steuerung und meine linke Maustaste alle drei Flächen auswählen. Und ich weiß schon vorher, dass ich habe 15 mm geschrieben. Deshalb kann ich das bestätigen. Kann ich das hier wieder diese letzte Seite machen. Wenn ich gehe mit rechter Maustastatur, bekomme ich meine aktuellste Operation, welche habe ich genutzt, direkt hier, sodass ich muss nicht jedes Mal oben Menü gehen. So also gehe ich mit rechter Maustastatur wieder beim Draft und auswähle ich diese Flächen. Wenn ich habe das falsch gemacht und ich könnte nichts anderes auswählen, kann ich das wieder hier anklicken und dann wieder andere wieder andere Flächen auswählen. Also jetzt habe ich sowas bekommt.
Welche könnte relativ funktionieren als ein Körper? Also ist nicht bis, also ein bisschen unharmonisch, aber vielleicht brauchen wir sowas zu haben. Und jetzt natürlich funktionieren wie in jeder Software eine Fehlerfunktion. Wo kann ich meine Kanten auswählen? Und durch Steuerung alle Kanten auswählen, alle sechs. Und dann kann ich zum Beispiel 5 mm Radius umsetzen. Und was ganz gut hier ist, ich könnte in eine Funktionalität quasi parallel unterschiedliche Verrundungen mitbringen. Das heißt, wenn ich sage, hier ein Plus gehe, kann ich wieder auch zum Beispiel Flächen auswählen, statt Kanten. Und wenn ich das hier habe, kann ich hier zum Beispiel direkt 1 mm Radius geben. Was hier noch möglich ist, ist zum Beispiel hier erstmal eine Option, wie diese Radien überblenden sind. Das ist nicht in jeder Software so, oder nicht in jeder Software, dass ich kann auch dieses Setback Radius hier bekommen statt Rolling Bone. Also es gibt keine Bällchen hier in der Ecke, aber eher so komplexere Fläche, welche nicht in alle Stellen funktioniert. Man sieht schon hier, also sieht es nicht so gut aus, weil diese Fläche ist quasi automatisch sehr, sehr deformiert in dieser Stelle. Deshalb würde ich zum Beispiel hier empfehlen, wieder hier zurückzugehen und man bekommt ein bisschen klare Radien hier in dieser Stelle, wo das war ein bisschen komisch vorher. Kommen wir sowas. Und was kann ich auch hier machen, ist zum Beispiel hier bei meiner ersten Radien die Kontinuität ändern. Oder jetzt die Größe noch zu anpassen. Also ich sage, 5 mm reicht mir nicht. Also ich würde gerne 6 haben oder 7. Sehe hier dann natürlich aber hier wieder die Probleme. Also ich würde hier wieder 5 mm machen, wo das noch funktioniert eigentlich mit meinen Radien und Fugen hier. Oder noch ein Stück kleiner gehen. Und wie gesagt, was kann ich noch hier machen, ist die Tangential- und Krümmungsstetigkeit zu ändern. Das ist eine Modellierungssache und im Prinzip ist das nicht so wichtig, warum das unterschiedlich ist für euch jetzt. Aber man könnte schon die andere Highlights zum Beispiel oder andere Konturen kriegen. Man sieht schon, dass dieses Radius ein bisschen scharfer quasi hier mittig läuft. Ich kann das bei beide ändern. Bei diese kleinen Radien glaube ich, es gibt kein Unterschied, kein riesiges Unterschied. Und deshalb würde ich empfehlen, hier mit das hier spielen, nur wenn sowas als großes oder besprechender Radius beschreibt wird oder an der quasi Hauptfläche sind. Gut. Also jetzt habe ich meine Körper bekommen. Und warum? Weil wir sind alle Techniker. Ich könnte nicht nur Radien machen, aber ich kann zum Beispiel auch Facetten mitbringen, sodass ich sage, zum Beispiel hier an diese zwei Stellen würde ich gerne noch ein Millimeter Facette haben. So dass das zum Beispiel besser gefräst könnte sein oder dass ich habe keine Stellen, wo könnte mein Material weggehen. Funktioniert das immer so? Ich kann das bei drei unterschiedlichen Sachen definieren. Ich könnte wieder Flächen auswählen oder nur meine Kanten. Das ist quasi hier. Aber vielleicht ist, glaube ich, regelmäßig genutzt und scharfer ist nur. Also eine Facette ist nicht so nötig. Wie habe ich vorher gesagt,
Wir sind Techniker und wir wissen schon, dass in einem Gehäuse sowas drin sollte sein. Also würde ich euch zeigen, wie das geht, mit einem Körper zu weiterarbeiten. Also jetzt habe ich zum Beispiel das hier als Körper bekommt. Die erste Sache, welche würde ich jetzt machen? Es macht am Ende keinen Sinn zu erklären, aber es gibt in alle Softwares die Komponenten und die Körper. Die Körper sind quasi Objekte, welche kann ich bearbeiten. Die Komponenten stehen dann in Baustruktur quasi separat. Und ich könnte diese Komponenten dann separat auswählen, zum Beispiel auch separat definieren in meiner Geometrie. Und ich könnte sagen, was passiert zwischen diesen zwei Komponenten zum Beispiel. Ich könnte das hier eine Lenkung zwischenbauen oder eine Verbindung zwischen Komponenten bauen. Was quasi kann ich nicht zwischen Körper und Körper. Deshalb kann ich hier mal meinen Körper, Rechtmaustastatur, auswählen. Und hier kann ich eine Komponenten von Körper definieren. Jetzt habe ich verloren das hier von der Struktur, aber ich kriege die ähnliche Struktur hier bei meinem Komponent. Also ich bekomme neue Lokalstruktur für meinen Komponent. Ich bekomme auch die neue Baumstruktur hier für meine Körper. So, das heißt, dass ich habe diese Körper gebaut, welcher relativ gut aus meinem ersten Blick aussieht, aber ich würde gerne zwei Körper davon haben, also obere und untere Teil. Deshalb kann ich hier gehen und nochmal eine Skizze umsetzen schnell. Wo kann ich zum Beispiel diese Kante direkt projizieren? Oder ich kann diese Kante projizieren in meine Geometrie, also hier bestätigen. Und dann, weil ich möchte meine Splitlinie nicht direkt an der Kante haben, wo mein Radius beendet quasi und startet andere, kann ich hier eine Offset-Funktion nutzen. Entschuldigung, hier eine Offset-Funktion nutzen. Meine Kante auswählen. Und zum Beispiel 1 mm, also jetzt minus 1 mm kann ich das flippen. Minus 1 mm, warte. Minus 1 mm machen. Bestätige ich, kriege ich eine neue Kurve. Und kann ich meine Skizze beenden. Ich habe jetzt quasi nur eine Linie, zwei Linien bekommen, weil meine Projektion nimmt quasi nur eine Dimension von meinem Kreis und deshalb kriege ich quasi Linien, welche mittig positioniert sind. Ich gehe hier zu Modifizieren und ich auswähle hier quasi, dass ich würde einen Körper teilen. Ich auswähle meinen Körper und jetzt klicke ich hier im Splitting Tool. Wenn das blau ist, dann das heißt, dass es aktiv ist. Ich würde meine Linie auswählen und jetzt sehe ich, in welche Höhe würde ich dann meine Körper schneiden? Wenn ich würde das nicht machen, dann bekomme ich quasi eine Plane, aber durch Extend kriege ich wirklich, was ich brauche zu haben. Und deshalb bin ich auch sicher, dass ich schneide durch die ganze Körper. Ja, und jetzt kriege ich hier in meinen Baumstruktur zwei Körper. Die kann ich separat ausblenden. Und welche kann ich auch zum Beispiel jetzt als eine offene Körper definieren, also einen Körper und einen Deckel. Wie mache ich das? Da gibt eine Funktion, welche heißt Shell. Ist super einfach zu nutzen. Es dauert ein bisschen länger zu berechnen, aber ist nicht so komplex. Ich auswähle meine Körper und ich auswähle, welche Fläche würde ich gerne weghaben. Das heißt, ich würde diese Fläche ganz oben weghaben. Und hier muss ich auswählen, wie würde ich nach innen oder nach außen breit gehen. Also was wäre meine Wandstärke? Ich würde 1 mm probieren. Das wäre relativ dünn geworden. Probiere ich eher 3. Ich weiß schon, dass 3 mm ganz viel sind. Aber dadurch, dass unsere Größe passt vielleicht nicht, können wir das später noch ändern. Und wie können wir das bewerten oder anzugucken?
Es gibt dieses Konstruktion, Entschuldigung, Inspektion-Funktionalität hier. Und man könnte die Analyse machen. Ganz hier unter. Und ich muss noch eine Fläche definieren, wo ich würde gerne diese Analyse haben. Und jetzt sehe ich, dass meine Körper wirklich Wandstärke gehabt hat. Wenn ich gehe hier oben ausblende ich das hier, sehe ich, dass das hier noch voll ist. Aber ich probiere das auch oben zu machen. Also gehe ich zum Shell, auswähle ich diese Fläche, auswähle ich 3 mm. Und ich würde erwarten, dass es würde funktionieren. Ja, genau. Und man sieht jetzt, dass ich habe quasi zwei Körper, welche drin leer sind. Und ich könnte schon es als Gehäuse benennen. Und ich könnte sowas drin packen, zum Beispiel. Gut. Gibt Fragen dazu? Oder ist das relativ ähnlich wie beim Creo oder wie beim CATIA oder beim SOLIDWORKS? Okay. Ich würde einschätzen, dass alles relativ klar war und nicht so komplex. Und wenn man möchte keine Analyse mehr haben, also ich würde gerne meinen Körper wieder voll sehen, kann ich meine Analyse hier ausblenden. Ich kann auch mehrere Analyse quasi definieren in unterschiedliche Richtungen, wenn das hilft mir, mein Modell weiter zu bearbeiten. Gut, also habe ich diese Körper hier. Und ich habe quasi ein Komponent. Aber jetzt meine Körper wichtig zu an der richtigen Objekt zu positionieren. Also, okay, das ist Teil des Handschuhs, welche habe ich gerade modelliert. Aber wo passt dieses Modell, ist noch nicht klar. Deshalb ich könnte euch zeichnen. Also hier gibt dieses Menü, welches bei mir einmal offen war. Dieses 3x3. Und dort sehe ich alle meine Projekte. Wenn ich hier zu Hause sehe ich alle meine Sachen, welche habe ich jetzt hier gemacht oder welche hier liegen. Und ich gehe jetzt zum Fusion Workshop bei mir und ich könnte hier beim Upload klicken und ich kann unterschiedliche Sachen von hier und meinen Desktop quasi hier platzieren. Und ich kann auch unterschiedliche Sachen überziehen. Also, wenn ich würde einen Handschuh haben, welcher von anderer Software modelliert war, ich kann hier gehen an dieses Feld, das lassen und dann hier quasi durch Upload das hochladen. Das würde ein bisschen dauern. Ich würde auch meinen Status sehen. Und wenn das fertig ist, kriege ich eine Bestätigung, dass der Prozess quasi fertig war. Und ich habe meine Körper hier bekommen. Man könnte ganz viele Daten quasi importieren. Man könnte die Netzdaten, also Mesh-Daten importieren. Oder auch zum Beispiel Step-Daten. Oder ich glaube, man könnte auch direkt die Daten mit Struktur von Inventor importieren von Creo. Welche Format nutzt Creo? Step? Ja, Step macht kein Problem. Also mit Step zu importieren, könnte man wieder die ganze Struktur bauen. Einzelne, was ich würde empfehlen, wenn man möchte mit Step-Daten hier arbeiten, man importiert diese Step-Daten. Ich würde diese Handschuhe jetzt offen. Bei allen importierten Daten ist meine Historie nicht aktiv.
Also, was es heißt. Ich würde nicht hier unter diese Leiste haben, wo ich wirklich sehe, welche Schritte bearbeitet waren. Also, wenn ich würde jetzt sowas skalieren oder anpassen, würde ich nicht hier unter sehen, was habe ich gemacht. Also, ich könnte nicht zurückgehen. Deshalb, mit rechter Maustastatur, ist es möglich, hier ein Design History zu aktivieren, ganz, ganz unter. Und wenn ich habe das hier, kann ich unterschiedliche Operationen mit meinem Körper machen, es bewegen, eskalieren und ich verliere keine Info über wie oder was habe ich gemacht oder wenn ich mache sowas falsch, weil zum Beispiel gehe ich hier im Scale. Ich probiere das zu skalieren, weil ich sage, das ist zu groß für mich. Das eigentlich ist. Ich gehe hier 0,1, also ich würde gerne es 10-mal kleiner haben. Kann ich das bestätigen und sehe hier ganz unter, dass ich habe diese Möglichkeit, das zu mit rechter Maustastatur zum Beispiel zu löschen. Ich kann das löschen und ich würde wieder zurückkommen. Wenn ich habe das nicht an und ich mache sowas, habe ich keine Chance, wieder die Größe zu ändern, genauso wie war vorher. Also ja klar, wenn ich mache das 10-mal kleiner, ist das nicht so komplex, als wenn ich mache das, weiß nicht, 1,5 mal größer und dann drucke ich das raus oder gucke, gehe ich zum Fräse, fräse ich das raus, sehe ich, das passt nicht und ich muss das ändern. Jetzt weiß ich nicht, was war die Originalgröße zum Beispiel. Dieser Handschuh ist nicht optimal, es ist nur ein Mesh und man sieht ganz viele Fehler drin, aber ich glaube, als ein erstes Beispiel reicht es zu haben, so. Als relativ repräsentativ Objekt von einer Handschuh. Gut. Kann ich das bestätigen? Ich muss das speichern erstmal, dass ich habe diese Daten so bearbeitet, wie sind. Es kommt als erstes hier raus, dass ich musste erstmal meine Daten speichern, weil ich habe sowas geändert. Ich kann auch hier zum Beispiel schreiben, dass ich habe das skaliert. 1 zu 10. Und dann weiß ich in meine Version History, wenn das gespeichert wird, also ein neues Objekt sehe ich hier unter in dieser Untermenü, sehe ich, was habe ich gemacht, wann und sehe ich auch, was passiert hat. Also wenn ich mache das richtig, kann ich wieder zurückkommen zu meinem Stand von 2 Wochen. Oder wenn es gibt eine Zwischenpräsentation kann ich dann das als Zwischenpräsentation benennen und dann weiß ich, dass in diesem Stand war das so und so präsentiert. Ich muss auch meine Körper hier speichern, weil ich verlore die Informationen, welche hier sind, wenn ich möchte sowas importieren. Also ich gehe das speichern, ich würde das benennen als Design 1 zum Beispiel. Und jetzt sehe ich das auch hier in meiner Struktur. Jetzt kann ich auch super einfach einen Handschuh importieren. Ich ziehe das nur rum und es sollte hier in meinem Design drin sein. Jetzt sehe ich, dass ich habe das vielleicht zu klein skaliert oder falsch positioniert. Sehen. Oder ist mein Körper immer zu groß geworden? Auch kein Problem, wenn ich sage, das ist okay, das sollte an der Handschuhe landen. Dann ist das zu groß geworden, weil meine Hand nicht so groß ist, dass ein 90 mm Körper drüber passt. Kann ich aber hier gehen und oder meine Skizze wieder bearbeiten oder dann es könnte auch ein Handgerät sein, zum Beispiel. Ich muss nicht nur welche sollte gegriffen sein und deshalb brauche ich vielleicht sowas so groß zu haben, nicht anderen Schuhe mitzubringen, aber es ist sowas, welche sollte ich mit meiner Hand bedienen, kann ich zum Beispiel diese Hand dazu schon direkt gut positionieren, dass es klar ist, wie das benutzt wird. Ich weiß nicht, wie viel Zeit war heute geplant, das hier. Aber zum Beispiel das hier könnte eine klare Darstellung sein, dass ein Bedienelement ist, zum Beispiel.
Oder ich gehe das hier direkt an der Körper, kann ich wieder ein Scale auswählen und ich sage, okay, ich würde gerne meine Komponenten skalieren, also die beiden Körper. Und sie sind zu groß, also ich würde 50 halb so groß gehen, weil es sollte an der Handschuh kommen. Jetzt, was hier ist, dieser Handschuh ist verlinkt mit meinen Daten hier. Und wenn ich würde hier sowas ändern, würde ich auch die Änderungen hier sehen. Also wenn ich würde diese Handschuhe dann wieder skalieren, würde ich dann sehen, was. Also hier ändert sich. Was ich würde aber jetzt machen, ist mein Körper an diese Handschuhe positionieren oder meine Handschuhe unter den Körper positionieren. Deshalb gehe ich hier mit Move. Würde ich diese Komponente auswählen. Und es sehe richtig. Unter den Hand positionieren. Also ich könnte auch meine Komponent positionieren. Ich könnte auch Komponenten snappen. Aber dadurch, dass meine Fläche quasi gerade ist und Hand ist nicht und ist auch Mesh, nicht Objekt, welche habe ich hier modelliert, kann ich das durch diese Elemente quasi bewegen, zum Beispiel bestätigen. Und sehe ich, dass ich immer zu tief, kann ich wieder bewegen. Da kann ich auch Rotation machen. Und wenn ich würde das bestätigen, dann kann ich das wieder bewegen. Ich verstehe nicht warum, aber es ändert sich nicht, diese Orientierung. Deshalb würde ich das hier bewegen. Es ist einfacher für mich jetzt zu machen. Also ziehe ich dieses Objekt hier an der Hand, wo ich sollte das haben, weil es vielleicht die ganze Elektronik haltet. Und es sollte nicht regelmäßig zugegriffen sein. Ich kann das für erste Visualisierung zum Beispiel hier positionieren. Es ist nicht nötig, das anders machen, weil am Ende ist das nur eine Visualisierung von einer Studie, kein fertiges Produkt. Am Ende ist es gut, wenn das nicht durch Hand läuft, natürlich. Dass er drüber sitzt. Aber das können wir relativ einfach machen und sehen. Und ich kann das hier als Position speichern, diese kleine Haken hier. Habe ich das hier. Es sitzt in diese Position an Hand. Hat relativ genug Platz. Und jetzt würde ich noch sowas dazu bauen. Zum Beispiel wie andere Möglichkeiten anzubieten, kurz, schnell, so dass ich kann noch was anderes zeichnen. Ich würde von dieser Ansicht eine Konstruktionsfläche bauen. Welche würde ich durch Offset zum Beispiel machen? Ich würde das hier auswählen. Meine Konstruktion, welche hier irgendwo im Bereich, wo mein Finger liegt, grob umsetzen. Und an dieser Konstruktionsfläche kann ich wieder dann zeichnen, zum Beispiel. Und auslädeln. Und ich könnte auch an diese Konstruktionsfläche dann zeichnen. Ich überlege, ob ich kann das auch Mesh, wenn das nicht geschlossen, projizieren, aber sieht nicht so aus. Trotzdem nutzen wir das als Referenz und würde ich hier einen Kreis zeichnen erstmal. Welche sollte von meinem Finger genug sein? Und durch Offset würde ich noch zweiten Kreis machen. Das ist 2 mm breit ist zum Beispiel. Das bestätigen. Und jetzt kann ich das noch leicht extrudieren. Also erstmal Sketch bestätigen. Jetzt sehe ich, das bin ich wieder in Perspektive. Ich mache meinen Grid. Ist weg. Stört mich. Und ich könnte zum Beispiel meine Konstruktionsfläche auch zum Beispiel hier erstmal bewegen. Also hier in History-Kette weitergehen.
zum Beispiel sagen, dass diese Konstruktionsfläche sollte anders sein? Und es sollte zum Beispiel nicht diese Fläche ausgewählt sein, aber ich brauche. Zum Beispiel kann ich zwei Ecken zeichnen und zwischen diese zwei Ecken kann ich eine Konstruktionsfläche umsetzen. Die alle Konstruktionsfläche sehe ich wieder hier in diesem Menü. Aber ich brauche zum Beispiel erstmal eine Linie zu definieren haben, sodass ich könnte auch andere Möglichkeiten mit Konstruktionsfläche haben. Schaffen wir auch heute nichts. Also erstmal nehme ich diese Konturen und ziehe ich das Extrude raus. Ich kann schon sehen, dass ich habe meinen Körper zu breit gebaut. Aber ist gerade relativ egal. Ich würde es ein bisschen schmaler umsetzen in diese Skizze. Also es heißt, dass ich würde das hier wirklich definieren. Wie breit es ist und ich würde es reduzieren zum Beispiel 22 bestätigen. Und dann sehe ich, dass mein Körper ein bisschen näher an den Finger kommt. Und ich könnte zum Beispiel auch hier wieder einen Draft machen. Also diese Fläche auswählen, diese Fläche auswählen. Ich brauche das aber andersrum. Also ist es nicht richtig für mich. Ich würde hier andere Winkel setzen, dass ich hier quasi außen oder ich nehme das von anderer Seite. Das geht natürlich auch. Hier gedraft. Hier würde ich auch Winkel ändern. Sie würde ein bisschen schmaler vorne. Als ich brauche. Gut. Jetzt kann ich mein Handschuh wegnehmen erstmal. Was ich noch machen könnte, ist wieder eine Skizze umsetzen. Relativ einfach. Und eine Linie zeichnen. Ich würde meine Fingerspitze ein bisschen besser abdeckeln. Es würde nicht so aussehen wie jetzt ist, ich zeige das nur grob, weil es im Prinzip egal ist jetzt, ob das definiert oder nicht definiert ist. Ich möchte nur euch zeigen, wie es geht. Nun kann ich zum Beispiel wieder durch Seitenansicht und einen Split-Körper wieder meine Körper auswählen, wieder meine Linie auswählen, es bestätigen und jetzt habe ich drei Körper. Ich kann nicht separat ausblenden. Und welche zeichnen mir eine vielleicht Fingerelemente, welche mit Sensoren erweitert ist. Also, dass ich sehe, dass meine Position nicht so richtig ist, kann ich das noch diese Körper bewegen ein bisschen, wieder anpassen. Zum Beispiel nach oben schieben, sodass es ein bisschen besser sitzt. Hier an der Finger kann ich das auch zum Beispiel hier unterschneiden oder umdrehen, wenn ich sage, dass diese Position nicht richtig passt von dieses Finger. In dieser Situation finde ich das relativ gut. Also diese Konstruktion vielleicht kann ich wegblenden und es alles bestätigen, dass ich habe jetzt dieses Element hier mitgebracht. Kann ich auch diese Elemente zum Beispiel kopieren. Das geht auch relativ einfach. Ich muss das nur was hier als Körper auswählen. Und dann kann ich durch hier Create Copy quasi meinen Körper weiterziehen. Also drehen, in diese Richtung drehen und dann andere Finger zum Beispiel mitbringen. Sehe jetzt, das passt nicht wirklich. Also ich muss Winkel ändern. Oder kann ich das auch später eventuell skalieren, diese Körper. So, jetzt habe ich sowas gebaut. Man könnte wieder hier spielen mit einem Fillets und Offsets, aber
Das brauchen wir nicht. Was wir würden gerne hier haben, ist noch zum Beispiel ein Kabel oder ein flexibles Element, welches dazwischen läuft. Wie machen wir das? Es ist nicht so intuitiv, aber hier in Fusion gibt es auch quasi 3D-Skizze, welche vielleicht auch in Creo ist. Aber wie es funktioniert, ist, man musste erstmal eine Skizze umsetzen und dann könnte es als 3D-Skizze bearbeitet sein. Ich würde hier ein Spline auswählen und quasi ein paar Punkte hier. Und hier und hier zum Beispiel hier bis zum hier definieren. Ich hoffe, das reicht uns gerade, so viele Punkte zu haben, sehen. Ich könnte bestätigen und ich könnte noch eine Linie so endlich zeichnen, also von hier zum hier, zum hier, zum hier, zum hier und zum hier, zum hier. Ich mache das andersrum, an einer Seite und an der zweiten Seite mache ich das. Und was ich mache jetzt, ich nehme meine Hand weg, weil es nimmt ganz viele Fokus weg von mir. Und man sieht, dass es quasi planar gezeichnet. Aber durch dieses Move Copy kann ich hier die Sketch-Objekte auswählen und kann ich diese Punkte genau oben und unter bewegen. Also ich könnte diese Sketch-Objekte dann wirklich in meinen 3D-Welt so anzupassen, dass es klar wird, dass diese Linien so über eine Hand laufen zum Beispiel oder in der Nähe von der Hand und liegen nicht so freiwillig hier zum Beispiel, dass es hier befestigt ist und alle Punkte so bewegen. Weil das ein Kabel oder Schlauch ist, es hat ein bisschen Flexibilität. Es läuft vielleicht nicht so gerade, wie erwartet wird. Jetzt gehen wir hier. Und schieben wir das hier. Oder gehen wir dann direkt mit beiden Punkten nach unten. Weil wir sagen, okay, diese Kabel sollte hier kommen, hier liegen. Und jetzt bestätigen. Und ich kann wieder die andere Kabel wieder bearbeiten. Diese Funktionalität. Kann diesen Punkt auch hier unterziehen. Also ich sage, okay, es kommt hier diese Fingerspitze und dann läuft das weiter über meine Hand, wo das befestigt ist zum Beispiel, oder ist es nicht zu sehen und läuft direkt an der Fläche. Natürlich brauche ich dann mehr Punkte zu haben, sodass ich könnte das richtig neben diese Handfläche definieren. Jetzt sehe ich zum Beispiel hier, dass diese zwei Punkte zu tief sind. Ziehe ich das bisschen oben und sage ich, erstmal reicht es, so zu haben. Und ich gucke, wie es aussieht, wenn ich mache davon eine Röhre oder einen Schlauch. Welche mache ich als nicht als Cut, aber als neues Körper oder neues Komponent kann ich auswählen. Aber wenn ich gehe, hier kann ich auch einen Radius reduzieren, weil ich glaube, 2 mm reicht oder ist zu viel, eventuell könnte auch 1 mm sein. Kann ich das bestätigen? Und wieder kann ich meine Skizze ausblenden oder einblenden und kann ich wieder die zweite Schlauch machen. Diese Kasse hier läuft. Ich kann auch eventuell ein Viereck Objekt ziehen, wenn das für jemand wichtig wäre, ein Viereck statt ein Rundprofil ziehen. So, jetzt habe ich sowas. Welche könnte relativ ganz gut ein Handschuh sein mit Sensoren drin oder Feedback? Welche kann ich jetzt weiter anpassen, bearbeiten, erstmal würde ich das speichern.
Ich kann das weiter nutzen. Also ich kann jetzt besprechen, wirklich, wie das funktioniert, warum diese Sensoren da sind, was sie liefern, was sie machen. Von Felix habe ich noch gehört, dass sie sollte kurz über Rendering gehen. Es ist nicht so sichtbar, wo die ganzen Rendering-Sachen sind. Sie sind hier mit diesem Menü. Hier oben links steht Render. Wenn ich sehe hier direkt, dass alle ein Material hast, also gehe ich mit dieses Kreis und suche ich, was ich würde gerne haben. Es gibt ganz viele Materialien in diesem Menü. Man musste das aber erstmal manche Materialien herunterladen, also an diese Pfeile klicken und es zu herunterladen. Wenn es herunterladen ist, kann man diese Materialien dann nutzen. Ich sehe zum Beispiel hier, möchte meine Handschuhe blau haben, aber diese Struktur zu groß ist. Deshalb gehe ich mir mit Doppelklick. Dann kann ich hier meine Skalierung anpassen. Ich kann auch 0,1 gehen zum Beispiel. Oder wenn ich sage, dass es immer zu groß ist, kann ich 0,01 gehen. Ist nicht optimal, weil diese Geometrie sehr komplex ist, aber ich glaube, es reicht uns, wenn das so ist. Und wenn ich kann das nicht hier skalieren, kann ich in diese weitere Menü gehen, zum Beispiel. Und hier beim Texturierungsparametern kann ich dann die Größe ändern, zum Beispiel zu 2 mm. Und es bestätigen. Wieder bestätigen und es sollte geändert sein, glaube ich. So, jetzt habe ich hier eine blaue Handschuhe und jetzt kann ich alle Materialien ändern. Wie gesagt, ich muss erstmal Materialien auswählen. Wenn es zum Beispiel gibt, ich würde das Grau haben, diese Körper hier. Und zum Beispiel, ich würde gerne sagen, dass meine Körper sollte ABS, das ABS aussehen. Ich würde empfehlen, dass ihr nutzt nicht diese Materialien, welche hier sind, als Plastik zum Beispiel, aber eher Lackierung, wo gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, weil dieses Plastik macht visuell ein paar Glitches, welche nicht so optimal sind und deshalb würde ich euch empfehlen, dass ihr machen sowas, also eher so Lackierung hier als Plastik. Was natürlich auch geht, mit Doppelklick hier zu klicken. Und ich könnte meine Farbe zum Beispiel anpassen, wenn ich sage, okay, ich mag ja diese Blau nicht wirklich, zu dunkel ist, würde eher orange gehen oder ich finde, dass das besser passt für mein Design, jetzt so orange-gelb zu haben, statt nur klassisches Orange oder fest, also extrem orange, geht es natürlich alles. Ich könnte auch meine Farbe wieder hinzufügen zu anderen Komponenten. Es fragt mich meistens, ob das wirklich so gedacht ist. Und jetzt mache ich das alles orange. Ich hoffe, dass ich aber nicht falsch geklickt beim diesem Design, dass es nicht ein Körper ist. Aber ich kann hier bei meinen Komponenten noch eventuell auch Flächen ändern, was ganz gut ist. Ich könnte hier die Flächen auswählen, nicht Körper. Und ich könnte jetzt sagen, okay, ich möchte diese Kreis grau haben. Diese Flächen hier sollten auch grau sein. Das hier eventuell auch. Diese Radien hier. Und diese Seitenpanel auch. Aber die alle anderen Elemente sollten dann orange bleiben. Dann kann ich das eventuell ganz gut mein Design noch anpassen hier. Und man sieht schon, dass wenn das richtig texturiert ist, man bekommt auch ein bisschen Gefühl von Textur und von den Flächenqualität. Also hier sehe ich sowas, war eher als rough definiert und das ist quasi klassische Lackierung. Deshalb kriege ich auch diese Unterschiede hier. Ich kann das auch wechseln, wenn ich finde das nicht gut. Ich kann auch hier eventuell die Roughness anzupassen, wenn ich sage, das ist zu viel.
oder zu wenig. Kann ich da auch die Parameter ändern beim Rendering selbst. Gut. Gibt Fragen dazu? Ich denke, dass mein Design hat nicht besser geworden, ist durch diese flächige Unterschiede, aber ich kann das wieder zurücknehmen, ich kann das wegnehmen und jetzt bleibt es grau. Ich kann das auch hier unter zum Beispiel wieder ändern. Und ich könnte zum Beispiel diesen mittigen Kreis noch orange machen oder kann ich hier auch so. Ich glaube, hier gibt es auch noch Lichter. Hier unter Emissiv gibt es unterschiedliche Displays. Zum Beispiel, so wie ein Displayhändler. Ich kann das hier umsetzen als ein Display. Gut, jetzt ist es fertig und ich kann das hier dann als Render auswählen. Ich muss das einstellen. Ich glaube, wenn alle kostenlose Lizenzen nutzen, müssen sie das lokal. Also muss das lokal laufen. Ich kann hier die Qualität auswählen, welche Größe es sollte sein, welche Ratio. Also wenn ich mit 16 zu 9 gehe, dann ändert das sich und hier kann ich das wieder direkt definieren, also was ich brauche. Also auch Full HD zum Beispiel zu haben. Oder in diesem Menü gibt es auch die Möglichkeiten. Gut, und hier muss das starten. Und es läuft und wenn das fertig ist, ich sehe dann nachher, dass mein Rendering fertig ist und ich könnte mein Design anzugucken. Jetzt sehe ich das zum Beispiel hier.